Landwirtschaftssimulator 25. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen auf der Zilonka und herzlich willkommen hier auf dem chaotischen Hof. Wir machen heute mal wieder in Form der ersten Let's Play Folge weiter. Alle anderen vorher waren im Stream. Wer da was verpasst hat, darf sehr gerne nachschauen. An dieser Stelle würde ich mich natürlich auch für den Algorithmus sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Ja, und wer natürlich keine weitere Folge verpassen möchte, darf auch hier sehr gerne ein Abo dalassen. Würde mich riesig freuen und unterstützt den Kanal. Wir haben November. November ist der Monat für die höchsten Verkaufspreise von Eiern. Wir haben jetzt natürlich nicht mehr ganz so viele Eier, aber die Eier, die wir hier oben mit fertig stehen haben, die werden wir auf jeden Fall verkaufen, denn eine Palette bringt 4000 und das sind hier schon ein paar Euro. So, jetzt können wir hier natürlich gleich mal wieder meine Gabelstapler-Skills testen. Ja, das ist halt auch nicht so einfach hier, weil das einfach nicht ebenerdig ist. Aber jetzt habe ich sie zumindest mal auf der Gabel drauf. Ist nicht ganz optimal, wird aber mit einem Gabelstapler bestimmt ein bisschen einfacher. So, dann gucken wir mal, dass wir die hier irgendwie halbwegs vernünftig draufgestellt bekommen. Wobei, es sind eh nur drei Paletten, also so viel Mühe brauche ich mir hier jetzt gar nicht geben beim Abstellen. Na, bleib stehen. Damit haben wir Palette Nummer 1 ohne Rührei schon mal auf dem Hänger. Die zweite wird vielleicht ein bisschen einfacher zum Holen. Und Handgas wäre da cool. Nein! Du kommst mit, ich sag's dir, ihr werdet verkauft. Ihr wollt oder nicht. Oh, das war doch so klar, dass jetzt wieder abrutscht. Machen wir das halt jetzt mal so auf die unkonventionellen. Oh lol. Ich hasse es. Ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich hätte am liebsten einfach die Mod-Superstärke hier mit reinnehmen sollen. Und dann wäre gut gewesen. Jetzt haben wir halt hier doch eine Palette Rührei. Schon wieder richtige Herausforderung hier. Micha, wo bist du? Micha, ich brauche dich. Ich krieg ohne dich die Eier nicht richtig verladen. Ein kleiner Hilferuf meinerseits. Da habe ich übrigens noch eine nächste Idee, die mir gekommen ist. Nur auf der Zilonka zu spielen. Klingt cool, macht auch Spaß. Aber was haltet ihr denn von der Idee, wenn wir sagen, wir machen noch eine zweite Map mit dazu, und zwar die US-Map, und machen da quasi eine XXL-Farm. Also starten quasi schon mit einer XXL-Farm. Heißt, ich baue da schon einen schönen Hof hin mit einem großen Kuhstall. Ein, zwei große Schlepperchen, schon ein paar Maschinen da. Dass wir quasi so ein bisschen Kontrast haben hier noch zu unserer polnischen. Ich geb's echt auf mit den Paletten. Das macht mir so gar keinen Spaß. Also Paletten ist so ein Ding. Na, ich brauch's jetzt echt nicht im LS. Da fände ich's cool. Also fände ich's schöner, wenn es da irgendwie Autoload von Haus aus geben würde. Da ist halt jetzt null Möglichkeiten, hier diese scheiß Palette irgendwie anzufassen. Das nervt mich schon wieder. Das nervt mich einfach schon wieder endlos. Ich meine, es kann ja nicht nur mir so gehen. Es muss ja noch endlos andere Leute geben. Kann nicht sein, dass ich der einzige Dumme bin, der es nicht geschissen kriegt. Weil dem es halt auch einfach keinen Spaß macht, hier mit Paletten rumzuhantieren. Da gibt es doch bestimmt noch mehrere Leute, die motorisch genauso wenig begabt sind wie ich. So, hat jemand Rührei bestellt? Es ist jetzt Rührei geworden. Ich kann es nicht ändern. So, der Johnny ist der langsamste. Wir fahren mit dem Deutz. Da sind wir ein bisschen schneller beim Ausliefern.
dran hier. Zack. Und dann gleich die Spanngurte rüberhauen, damit wir noch mehr Rührei haben. Und dann checken wir mal kurz die Preisliste ab. Ah ja, ist doch schon passend eingestellt. November. Am meisten kriegen wir gerade am Bahnhof Richtung Erlengrad. Ja, dann machen wir das doch. Dann checken wir auch mal den Bahnhof ab. Wo ist der denn? Wo versteckt sich der Bahnhof? Hier oben? Hier unten nicht. Das ist die Sägemühle. Erlengrad. Das ist das Richtige. Ein lilaner Punkt, der müsste pulsieren. Ja, es wird wohl da oben ja sein. Das ist nämlich ein Getreidesilo. Erlengrad, der muss ja da oben sein, anders geht's nicht. Okay, dann machen wir uns mal auf die Reise und verkaufen hier im Regen unsere Eier. Im Januar können wir die Pilze verkaufen, da stehen auch schon richtig viele Paletten da. Generell, ich überlege gerade, was steht jetzt noch an. Die Felder sind schon alle ready, bis auf Zuckerrüben. Die können wir allerdings erst im März, glaube ich, wenn wir die erst anpflanzen. Die Felder sind fit. Das heißt, wir verkaufen jetzt die Eier, schlafen einmal, checken unser Mehl, was wir auf dem Hof haben. Ja, und dann können wir eigentlich gleich wieder weiter durchschlafen. Muss mal gucken, ob die anderen Felder schon gegrubbert sind, aber ich glaube, der Zucker war schon gegrubbert. So, gucken wir mal auf die Karte, wie kommen wir jetzt dahin? Wie kommen wir dahin? Da ist Baustelle. Hä? Jetzt ohne Spaß. Wie kommen wir dahin? Es kann ja nicht sein, dass ich die auf dem Zug verladen muss und dann mit einem Zug wegen drei Paletten Eiern dahin karren muss. Was ist denn da unten? Ja, da unten ist nichts. Dann müssen wir das echt auf dem Zug verladen. Ja, da habe ich wenig Lust zu. Markierung entfernen. Wo gibt es denn als nächstes viel? Ach hier, guck mal, hier gäbe es sogar noch mehr am Supermarkt. Anderen Ende der Karte. Hier im Dorf. Also. Zurück, Straße komplett hoch. Und dann können wir die Eier loswerden. Eier, wir brauchen Eier, sagte Oliver Kahn einst. Einmal kurz abgehoben. Aber ich vermute mal, ne? Dass wir uns jetzt hätten einen Zug ausleihen müssen, hätten das auf dem Zug verladen müssen und dann hätten wir wahrscheinlich dahin tuckern müssen mit dem Zug oder der Zug wäre von alleine dahin gefahren. Aber wegen ja, 2,5 Paletten Eiern brauchen wir da keinen Zug mieten, da lachen die uns alle aus. Da lachen die uns alle aus. Gehen wir mal in die Innenansicht, genießen mal das völlig überladene Deutz-Cockpit. Finde ich tatsächlich nicht so schön, muss ich sagen. Hat irgendwie so 2000er-Vibes. Auch vorne der Drehzahlmesser, der Geschwindigkeitsanzeiger und so. Das sieht irgendwie alles ein bisschen oldschool aus. Und da fahren wir an unserem Hof vorbei. Gucken wir mal, damit es den oder fragen quasi nach, ob es den Hühnern auch gut geht. So, das heißt, das sind jetzt 4, 8, ja, mit viel Glück so 10.000 Euro, dann haben wir 50.000. Ja, so langsam wird das doch, so langsam wird hier ein Schuh draus. Sind halt die Wintermonate, da können wir wenig Feldarbeit machen und nur viel verkaufen gehen. Oh, hat doch sogar 11.612 Euro gebracht. Dann haben wir jetzt 51.730 Euronen auf dem Konto. Wir düsen jetzt zurück zum Hof, gehen pennen. Ja, wobei, wir checken nochmal kurz den Wasserstand. Nicht, dass wir unsere Gewächshäuser nochmal füllen müssen. Wir wollen ja keinen Produktionsstopp haben. Und auch bei den Hühnern können wir noch mal kurz reingucken,
wie es denn da mit dem aktuellen Weizenvorrat aussieht. Ich habe übrigens noch ein, zwei neue Mods hinzugefügt. Einmal rundere Rundballen, das betrifft uns jetzt gerade noch nicht. Und dann ist noch eine Hecken-Mod hinzugekommen, dass wir hier schön Hecken um unsere Wege machen können. Wir haben also noch 6763 Liter Weizen drin, das passt also. Wie sieht das hier oben im Gewächshaus aus? Da haben wir noch 9523 Liter und in der Pilzfarm sind es noch 6925. Dann können wir uns jetzt beruhigt ins Bettchen legen. Danach geht der Spaß mit Mehl los, aber ich sag euch, wie es ist, dann nehmen wir direkt einen großen Hänger. Apropos großen Hänger, wir können diesen einen gemieteten Hänger zurückgeben. Einen Hänger hatten wir gemietet. Einen Hänger haben wir gemietet, welcher war das? Hier, den da. Und die anderen beiden haben wir gekauft. Dann geben wir den mal zurück, da haben wir schon mal die Mietkosten gespart. Es hat geklingelt, ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Uno momento. Und dann hat es nicht mal mehr für mich geklingelt, sondern die PD kam für die Nachbarn. Naja, immerhin war es ein ganz netter Fahrer. Also, den Hänger haben wir zurückgegeben, dann haben wir das erledigt. Wir können eigentlich das hier schon mal bereitstellen und dann gehen wir gleich pennen. Ja, ist noch ein weiter Weg bis zum Spinal. So, aus die Kiste, rein in den Trigger. Oh, wir schlafen mal bis 13 Uhr. Ja, wobei, wir haben bis 16 Uhr, weil dann produzieren unsere Gerätschaften noch mehr. Boah, das ging jetzt aber schnell. Ach so. Ach so, wir können nur bis zur Vergangenheit schlafen. Klar, verstehe. Dann machen wir jetzt 14 Uhr. Man kann ja jetzt auch ein, zwei Stunden schlafen. Das ging, glaube ich, vorher nicht. Könnte man maximal bis 9 Uhr pennen und dann war Feierabend. Ein Bauer fängt früh an. Leise rieselt der Schnee. Aber es hält sich echt in Grenzen mit unseren Ausgaben im Hintergrund. Ich hätte gedacht, das ist schlimmer. Große Nachfrage bei E4-Händler und große Nachfrage bei der BGA. So, hoffentlich läuft das jetzt besser mit den Paletten. Versuchen wir mal Mühe zu geben. Also ich gebe mir eigentlich immer Mühe. Wir sollten da vielleicht noch ein Gewicht hinten dran hängen. Also statt vorne, hinten dran. Das wäre, glaube ich, sinnvoller. Nein! Aber es ist auch echt unübersichtlich da oben, wenn alle Icons zusammenhängen. Ich liebe die Sounds von den John Deere, die sind so gut. Folge steht unter keinem guten Stern hier mit dem Gabelstapler, beziehungsweise mit dem Frontlader. Ich wünsche mir so schnell wie möglich einen Gabelstapler, damit komme ich mich besser klar. Ja, Palette, warum fallst du nicht ab? Ach, weil du auf der anderen Palette drauf liegst. Das ist natürlich bedauerlich. Oh, freue ich mich auf Autoload. Hoffentlich dauert das nicht mehr so lange. Ich check bestimmt alle zwei Stunden jeden Tag immer Forbidden Mods. Beste Webseite für mich, um Modifikationen rauszusuchen. Ist schon vieles da.
Aber leider noch kein Autoload in Sicht. Muss mich mal auf den Discord-Servern rumtreiben von den Entwicklern. Da kriegt man bestimmt das ein oder andere mit, wann es endlich soweit ist. Ist halt auch nicht der optimalste Hänger für Palettenware. Er ist ordentlich am Kämpfen. Also 4 Paletten haben wir. Das heißt, da drüben müssen dann auch 4 oder vielleicht sogar 5 Paletten rauskommen. Das wären dann roundabout auch nochmal gute 10.000, 15.000 Euro. Vielleicht muss ich mir das auch angewöhnen, mit dem Controller zu machen. Ich muss das nach dem Let's Play nochmal probieren, ob das mit dem Controller vielleicht sich ein bisschen besser steuern lässt, hier die ganze Frontlader-Thematik. So, damit haben wir das Gröbste geschafft. Dann machen wir hier mal die Mühle leer. Das ist wirklich handmade hier, das Mehl. Das können wir guten Gewissens pro Kilogramm für 6,99 verkaufen. Das ist ja, Bio hat seinen Preis. Also ist wohl eine klassische Verkaufsfolge. Mal gucken, was ich mir für den Titel einfallen lasse. Aber vermutlich irgendwas mit Verkaufen, denn ich glaube, groß zur Feldarbeit werden wir in dieser Folge nicht kommen. Allerdings können wir so natürlich Kapital sammeln, denn nein für neue Investitionen. Das ist hier echt eine Geduldsprobe, Gabelstapler spielen in LS. Wäre für mich, glaube ich, der absolute Horror. Ne? Es gibt ja irgendwie hier Gabelstapler-Simulator. Da würde ich, glaube ich, nur durchdrehen den ganzen Tag. Vor allem hier halt noch mit dem alten Getriebe ist das schon eine Qual, bis der Johnny immer rückwärts fährt, wieder den Vorwärtsgang eingelegt hat. Was macht man nicht alles für Geld, hä? Und wenn wir hier unsere Mehl-Odyssee hinter uns gebracht haben, dann geht's gerade mit den Pilzen weiter. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Der Salat müsste auch bald produziert werden. Ja, da stehen schon die ersten Paletten Salat. Die bringen auch richtig Kohle. Mal gucken, wann da der Höchstverkaufspreis ist. Könnte natürlich auch irgendwann im Winter sein, würde sich ja anbieten. Dann, wann nichts wächst, ist das Zeug am teuersten. Ich glaube, das war die letzte Palette. Du bleibst da drin, haben wir uns verstanden? So, und dann stellen wir den Johnny schon mal hoch zu den Pilzen. Ja, sehr schön. 4 Paletten Salat haben wir schon hier stehen. Und bei den Pilzen ist sogar schon der Trigger voll. Nice. Ich sehe Eurozeichen in meinen Augen. So, wer zahlt am meisten für Mehl? Wer zahlt am meisten für Mehl? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Mehl. Ja, Januar, Dezember, komm, da ist geschissen. Boah, guck mal, wir kriegen sogar mehr als Höchstpreis. 2487. Geile Geschichte. Ja, nee, wieder am Bahnhof, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Dann karren wir es lieber hier zur Bäckerei. Die Bäckerei war irgendwo hier so ein Schleichweg hoch. Und dann links, also hier links. Zack, okay. Okay, mal gucken, ob wir es finden. Ah, sehr schön. Wir machen richtig Kohle immerhin in dieser Folge. Dann können wir die Kohle gleich auf den Kopf hauen. Übrigens, ihr werdet die Folge tatsächlich dann am Freitag sehen, so wie es der neue Plan vorherseht. Und bis Freitag spätabends oder abends habt ihr da die Möglichkeit, wenn ihr noch was beeinflussen wollt, auch sehr, sehr gerne ja, was in die Kommentare schreiben, für was wir die Kohle auf den Kopf hauen. Ich hätte schon fast gesagt, in den neuen Grubber auf jeden Fall rein investieren.
könnten natürlich auch einfach ein neues Ackerland kaufen. Das wäre natürlich auch noch was, denn theoretisch mehr Acker würde auch mehr Kohle bedeuten. Hier war, glaube ich, der Viehhändler, so ist es. Da haben wir auch schon Stroh hinverkauft. Hier können wir Jauche kaufen und Mist kaufen. Na, guck mal, da haben wir kleine Schweinchen. Und hier können wir straight ahead durch den Trigger fahren für die Bäckerei. 19.851 Euro gab das. Mega! Und dann haben wir 69.000 schon auf der hohen Kante. Und ja, ich finde das hier mit dem Laub übrigens auch ganz schön, dass der hier ja in der Mitte links und rechts von der Fahrbahn liegen bleibt. Da, wo die Fahrzeuge drüber fahren, klar, das wird ja immer schnell weggeweht. Aber finde ich schon sehr cool. Da kommt auf jeden Fall Atmosphäre auf. Rechts haben wir wieder das polnische Feuerwehrhaus. Mal gucken, was da die Modder in Zukunft anstellen werden. Kommt bestimmt wieder einiges an Feuerwehr-Content. Das muss man halt dem Deutz lassen. Ich glaube, Deutz und Fendt sind die einzigen Trecker, die 60 fahren, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Wenn nicht, verbessert mich gerne. Schreibt es mir in die Kommentare. So, wir können uns schon mal ready machen, die Pilze aufzuladen. Und nach dem Salatpreis werden wir gleich noch gucken. So, das können wir so stehen lassen. Was sagt denn der Salatverkaufspreis? Salat müsste relativ weit unten sein. Da ist er. Jawohl, ebenfalls im Januar. Geil, das heißt, wir können die Pilze und den Salat draufknallen. Sehr, sehr geil. Dann werden wir richtig, richtig gut Asche machen gleich. Ich glaube, die Pilze werden gerade befeuchtet, so wie es sich angehört hat. So, aktuelle Uhrzeit 14.46 Uhr, dann schlafen wir nochmal bis 14 Uhr. Ah, ich höre schon wieder im Hintergrund, schlafen kostet pures Geld im LS. Ja, ein Haufen roter bzw. orangener Minusse. Aber wir haben immer noch 67.776 Euro auf der hohen Kante. Das ist schon sehr geil. So, dann fangen wir mal an, unsere Pilze aufzusammeln. Das wird jetzt auch wieder eine Herausforderung mit dem schrägen Boden. Na, immerhin. Nummer 1 haben wir schon mal drauf. Ich glaube, der dürfte gleich noch einiges nachspawnen an Pilzpaletten. Ja, so ist es. Das hier sind übrigens die Pilze, glaube ich, die mehr Geld bringen. Nee, doch. Das sind die Pilze, die mehr Geld bringen. Der Austernpilz. Kenne ich gar nicht. Bin aber sowieso nicht der Pilzeesser. So, Pfifferlinge esse ich. Ja, gut, Champignons auch, ne? So ein gutes Jägerschnitzel. Oder gute Pilzrahmsoße, das kann man auch immer essen. Aber jetzt so an sich der große Pilzgourmet und Pilzkenner bin ich nicht. Auch keine Magic Mushrooms, da käme ich auch nicht mit aus. Das hier sind, glaube ich, irgendwie wohl Enoki, sind, glaube ich, getrocknete Pilze, weil die sind hier schon in so einer Bio-Packung verpackt. Irgendwie schon luftdicht abgeschlossen. Währenddessen die Austernpilze noch irgendwie frisch verpackt sind, glaube ich. Die dürfen noch etwas atmen. Eigentlich wäre das schon smart, ne? Einfach hier die Superkraft aktivieren. Ich habe die Mod leider nicht drin. Und die Paletten dann... Oh! Nein, 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 nein. Verhunz mir jetzt nicht die Paletten, so wie die dastehen. Oh, das ist schon wieder gut. Das kannst du komplett vergessen. Das Ding hat sich jetzt hier im Boden festgepackt. Oh, Mann. Er ist hier alles nicht so einfach mit dem Terrain. Wir müssen hier auf jeden Fall irgendwie nochmal ein bisschen nacharbeiten. Das Spiel meint hier aber auch echt nicht gut mit mir gerade. So, abschütteln. Abschütteln.
Was ist mein Weihnachtswunsch für dieses Jahr? Autoload. Aber sowas von Autoload. Ich werde nach dieser Folge direkt mal die Discord-Server abchecken von den Jungs, die Autoload gemacht haben. Ich glaube, da gibt es ja einmal die Variante von Loki und einmal irgendwie von Achimobil. Was ich richtig im Kopf habe. Kann auch sein, dass ich jetzt Bullshit erzählt habe. Nein! Wobei es ganz lustig ist, dass man die so durch die Luft werfen kann, die Dinger. Aber Spaß machen ist echt was anderes. Ich weiß es nicht. Wenn hier Spaß haben kann, Spaß haben kann, ich finde das fürchterlich. Wir gucken gleich mal beim Händler. Vielleicht ist ein Gabelstapler zufälligerweise im Angebot. Ach, ich weiß schon, was ich in Autoload habe. Na egal, ich will mich nicht beschweren, solange es hier gerade Geld bringt für den Hof. Ist das okay? War natürlich klar, dass ich das jetzt hier aber auch als Solo-Folge wieder aufnehmen muss. Genau dann, wenn wir so viel mit Paletten zu tun haben. Wenn wir hier nicht zwei auf einmal mitnehmen, geht das nicht. Wäre cool, wenn es gehen würde. Nee, er nimmt nur die obere, aber wenn wir vielleicht vorsichtig fahren. Ja, war witzig, Kai und vorsichtig fahren. Können wir hier vielleicht beide Paletten auf einmal rein. Ja, das war keine schlechte Idee. Dann machen wir das doch gleich nochmal. Gucken, ob das nochmal so gut funktioniert. Ja, die steht jetzt nicht ganz gerade drauf. Hoffen wir mal, dass es hält. Wir haben ja nichts verloren. Wenn nicht, müssen wir eh beide wieder einzeln da reinschmeißen. Nein, 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 nein. Ja, da habe ich natürlich jetzt wieder nicht genug aufgepasst. War natürlich auch klar, dass die jetzt genau wieder auf dem Kopf dann liegt. Wie Paletten haben wir noch? Noch zwei. Zumindest von den Pilzen. Danach kommt noch der Salat. Ich habe das gleiche Problem wie ein Wegberg. Mit so Gebäudekanten habe ich es nicht. Irgendwann wird es echt bescheuert, ey. So, und jetzt hat sich hier die Palette festgepackt. Jetzt ist vorbei. Ich gib's echt gleich auf. Weiß nicht, wie wir den Salat noch verladen sollen. Lass mich jetzt einfach mit dieser Pilzpalette zu meinem Anhänger spielen. Wir müssen hier das definitiv noch begradigen. Das ist absolute Katastrophe. Das geht gar nicht klar. Irgendwie kleben die auch manchmal zu arg an der Gabel dran. So, jetzt Konzentration. Die letzten beiden Paletten.
Also bei der Farming Sim League ist ja, glaube ich, hier Palettenstapeln auch eine Disziplin. Da musst du echt Bock auf haben. Wer hat gedacht, dass ich es gerade wieder verkack? Der darf sich gerne melden. Boah, ich glaube, wir gehen die Pilze separat verkaufen. Das ist mir zu heikel hier jetzt noch. Nicht, dass wir gleich wieder die Hälfte unserer Paletten verlieren. Dann war die Arbeit wieder für umsonst. Boah, ist das stressig gewesen. Das ist für mich purer Stress, Paletten, ehrlich. Also wirklich purer Stress. Pilze, wo kann ich die denn loswerden? Wer hat Bock auf Pilze? Die Austernpilze sind die teureren und die werden am besten gerade angekauft. Hier im Supermarkt, das ist gut. Supermarkt war vorne an der Hauptstraße. Brauche ich, glaube ich, gar nicht auf die Karte gucken. Das kriege ich ausnahmsweise mal hin. Und dann werden wir hier auch unser Grundstück bald mal einzäunen. Dass hier nicht jeder Otto drauflaufen kann. Aufschlepper, gib alles. Oder wiegen die Pilze so viel? Bin mal gespannt, was jetzt gleich bei rumkommt. Ob sich die Aktion gelohnt hat. Also es wird sich lohnen, denn außer Wasser musst du ja ins Gewächshaus nichts reinkippen und keine Arbeit rein investieren. Na! Ich gib's auf, echt. Jetzt haben wir hier eine Pilzpalette verloren. Aber ich glaube, ich hab's nochmal gut gerettet. Boah, ich muss hier echt langsamer machen. Beziehungsweise wir brauchen einfach einen LKW. Dafür brauchen wir Geld. Oder die Lease-Mod, aber die gibt's auch noch nicht. 21.380 Euro. Gut, kannst du nochmal 2.000 draufrechnen für die Palette, die da vorne liegt. Dann wären wir jetzt schon über 90.000. Also wir machen wirklich gut Geld. Wenn wir jetzt noch den Salat gleich verticken und hier die Kiste Pilze einsammeln, dann haben wir gleich richtig gut Geld gemacht. Zum Glück war es eine Palette von den billigeren Pilzen, die da liegt und nicht die teuren Austernpilze. Wenn wir gleich bei der Versicherung anrufen können, Transportschaden. Naja. So, warte mal, komm, wir fahren mal von hier oben ran, ab durch die Fußgänger. Und hier links auf unseren Feldweg, den werden wir auch irgendwann mal ausbauen. So, wir versuchen uns hier mal wieder so ein bisschen wie gerade eben hinzustellen. Eigentlich müssen wir mit Johnny fahren, ne? Wo gibt's denn gerade am meisten für den Salat, damit wir die eine Palette hier noch aufsammeln können? Der Supermarkt, ja geil, dann können wir tatsächlich gleich mit Johnny fahren. Dann hängen wir den Hänger ab, stellen den Deutz mal auf die Seite. So, mal gucken, ob der Gabelstapler Gott jetzt bei mir ist. Ich glaube, hier haben wir aber die besten Grundvoraussetzungen, dass der Boden ist hier relativ eben. Oh, das ist unser Acker. Na ja, zum Glück. Wir haben Pflegebereifung drauf, alles halb so wild. So, Kiste oder Palette 1 haben wir. Stellen wir hier drauf. Wir sind ja smart geworden. Und dann holen wir uns hier beide gleich drauf. Sagen, wir können ja auch drei aufeinander stellen, aber ich will hier nicht übermütig werden. Bin froh, dass das hier gerade so klappt. Ja, sehr geil. Die ersten zwei haben wir schon mal drauf. Fehlen nochmal zwei. Ach ja. So, dann hier drunter. Sachte, 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 Kai. Nicht so wild. Ich glaube, drei übereinander ist auch eine doofe Idee, denn das wird beim Abkippen in den Hänger gleich wieder schwierig.
Ballard ist an Bord. Ah, mit viel Glück machen wir gleich die 100.000 voll. Und dann können wir überlegen, wofür wir die verballern. Am sinnvollsten wäre ja wahrscheinlich nochmal ein großes Zuckerfeld zu kaufen. Denn das ist bislang das Ertragreichste, was wir anbauen. Hier haben wir jetzt zweimal Weizen angepflanzt. Das werden wir brauchen für die Hühner. Und so lange macht es auch noch keinen Sinn, gerade in den Hühnerstall zu investieren, in den zweiten. So, Salat ist aufgeladen. Dann hängen wir hier den Hänger dran. Erstmal das Gewicht noch kurz beiseite stellen. Dann wir mal hier hin. Warum die Bienen aktuell keinen Honig produzieren, weiß ich nicht. Vielleicht liegt das an der Palette, die da so verschoben drin liegt. Dann machen wir uns auf den Weg zum Supermarkt. Versuchen noch gleich dran zu denken, die Palette Pilze mitzunehmen. Und dann haben wir es geschafft. Dann habe ich mich hier irgendwie 40 Minuten lang mit Paletten durchgequält. Immerhin nicht umsonst, sondern es hat dann am Ende gutes Geld gebracht, was wir auch dringend benötigen, um, ich glaube, einfach wirklich noch ein zweites Zuckerrübenfeld zu kaufen. Das halte ich wirklich am sinnvollsten oder halte ich für am sinnvollsten. Ihr könnt mir da gerne eure Meinung und eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Ziel ist sowieso, dass wir bald in die Spinattechnik einsteigen. Aber dafür brauchen wir einfach noch ein bisschen was, was Geld bringt. Ich glaube, die Investition ins Gewächshaus und in die Pilzfarm, die hat sich schon gut gelohnt. Na guck, vielleicht ist es auch einfach Übungssache hier. Ich wünsche mir aber trotzdem einen Gabelstapler, so schnell wie möglich. Komm, werf's ab, schüttel deinen Speck. Und so, nochmal Glück im Unglück gehabt. Also, ran an den Hänger. Tempomat auf volle Pulle, vor zum Supermarkt. Dann bin ich gespannt, ob wir das wirklich gleich zusammenkriegen. Damit wir über 100.000 haben. Müsste aber eigentlich passen. Und den KI-Verkehr werden wir wieder aktivieren. Dann ist das hier nicht so tot. Aber das werden wir in der nächsten Folge dann machen. Oh, da hinten dran steht unser Ernter. Jo, hat 18.113 Euro gebracht und damit haben wir phänomenale 107.000 Euro und 301 auf dem Kontostand. Sehr, sehr geile Geschichte. Ich lasse den Johnny jetzt hier mal stehen und beende hier mal die Aufnahme, damit ich flexibel bin, auch mit dem Livestream. Warte ich jetzt mal auf die Kommentare ab, wenn ihr die Folge dann gesehen habt und werde danach dann gleich die nächste Folge aufnehmen. Ob wir quasi die 107.000 in einen neuen Acker investieren und in einen neuen Grubber, wenn ja. Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lese ich super gerne und bin auch auf eure Ideen gespannt. Wir werden auf jeden Fall eine gute Mischung finden. Würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen. Wer keinen Content aus dem LS25 verpassen möchte, darf auch sehr gerne ein kostenfreies Abo dalassen. Halt die Ohren steif, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.